Ja, okay, Hani, du musst jetzt hier Platz machen. Schatzi, komm. Ich bin dran. Komm. Hani! Hani, komm. Mach Platz. Ah. Komm, Hani, jetzt. Ah, das ist gutes Huren. Hallo, herzlich willkommen. Wo ist mein Prompter? So, ja, los geht's. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Die Demokratie gerät unter Druck, weltweit und auch bei uns. Oh, wirklich? Ist es die Demokratie oder seid ihr nur so ein bisschen unter Druck? Und das beginnt häufig damit, dass Werte wie die freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit in Frage gestellt werden. Ja, aber wer unterdrückt denn die freie Meinungsäußerung? Wer ist das denn bloß? Immer mehr Menschen, vor allem auch die Jüngeren, informieren sich über soziale Medien wie Facebook, TikTok, X und Co. Das ist gefährlich, denn es gibt dort häufig keine redaktionelle Einordnung oder Faktenchecks. Fake News werden unkontrolliert verbreitet, frei erfundene Geschichten, politische Hetze, verfälschte Daten und Verschwörungstheorien gehen ungefiltert auf alle Displays. Ah, verstehe. Frei ist die Meinung also nur, wenn sie eingeordnet und faktengecheckt ist. Bleibt halt nur die alte Frage, wer checkt die Faktenchecker? Der eigene Algorithmus verstärkt negative Dinge. Wenn man sich nur in der eigenen Filterblase aufhält, wenn man nur das gezeigt bekommt, was man eh schon kennt, dann wird die Welt ganz klein. Soziale Medien sind Einfallstore für staatlich gelenkte Desinformationen von außen. Recherchen zeigen, dass Russland und China hier sehr aktiv sind. Das ist schrecklich, ne? Ja, denke ich mir auch. Denke ich mir auch. Ausgewogene Berichterstattung und Redaktionen, die Fakten und Hintergründe recherchieren, sind für die Meinungsbildung und damit für unsere Demokratie von entscheidender Bedeutung. Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit öffentlich-rechtliche und private Medienhäuser ihre Aufgaben erfüllen können. Wir, die Medienschaffenden, müssen wieder Vertrauen in die Nachrichten zurückgeben. So, danke, das reicht. Großartig, liebe Damen und Herren, das war der Deutsche Propagandapreis 2024. Nein, übertrieben habe ich nicht. Servus, Mädel und Hallo, meine lieben Freunde. Ja, das war der Deutsche Propagandapreis 2024. Es gewann ganz überraschend Jan Böhmermann, Sarah Entam-Bosetti und als bestes Infotainment nicht die 100, das war schon die große Überraschung, sondern Tracks East, Inside Russia, Alltag in Putins Reich. Ja, ich habe es mir angeguckt, 30 Minuten, absolut vergessenswert, derart seicht, also belanglos, aber es reicht für den Deutschen Fernsehpreis. So, jetzt genug mit gegenseitigem Arschkriechen und Kreiswichsen. Auf geht's zum ersten Thema. Das Bild der Woche, ganz klar, ist dieses. Slonsky in der Waffenfabrik in, weiß nicht, was Pennsylvania signiert, lachend brandneue US-Granaten. Da werden sich die Palästinenser aber wundern, wenn das Letzte, was sie sehen, kyrillisches Gekrakel ist. Ja, meine lieben Leute, denkt ihr etwa, die Bömmchen sind für die Ukros bestimmt? Nein, die IDF will doch den Libanon platt machen. Da geht eine ganze Menge bei weg und die USA müssen mitziehen, ob sie wollen oder nicht. Die Israel-Lobby in Washington arbeitet 24/7 daran. Ihr versteht schon, was ich meine. Aber ich meine, versteht mich nicht falsch. Also ich werde jetzt nicht Partei für irgendwen ergreifen. Also für die Opfer, ja. Für alle Opferpartei ergreifen, das ist sinnvoll. Aber soweit denken die Damen und Herren nicht, die ja hier und anderswo und auch in Deutschland ihre Psychosen ausleben, demonstrieren. Ja, bitte, aber friedlich, ohne Provokation. Ihr könnt hier eh nichts ändern. Und was bringt euer Rumgeaffe hier den Leuten da unten? Beispiel, dieses Video eines kleinen Jungen ist ja rumgegangen, der mit der Palästina-Flagge vor der Polizei wegrennt. Oh!
Jetzt würde ich mal sagen, böse Polizei, warum macht ihr dem Jungen da Angst? Ja, klar könnte man auch sagen, was macht die Polizei, da ist doch unsouverän, lass den Jungen doch laufen. Aber macht dieser Junge das davon ganz alleine? I doubt it. In diesem Video sieht das auch schon ein bisschen anders aus. Na, der Kleine wird von einem Erwachsenen da in Richtung Kamera geschickt, ja, damit er hier mal ein bisschen Stunk machen kann, während der Erwachsene sich zurückzieht. Ist halt ein Kind, ist nicht strafmündig. Und deswegen haben Kinder auf solchen Veranstaltungen einfach mal überhaupt nichts verloren. Ja, aber Moment, es geht natürlich noch weiter. Ziel der Aktionen vom kleinen Hamas-Hansi war diese Frau hier, Caroline Preisler, eine Frau, die Israel unterstützt und von der Bild sagt, sie sei die mutigste Frau Deutschlands. Oder von der jüdischen Allgemeinen wird sie als Frau mit Haltung beschrieben. Ja, kann man machen, ist nicht verboten. Sie tut es, ja, ihre Haltung zeigen, indem sie sich in die Palästinenser-Demos stellt. Das ist mutig, denn in der Realität wissen wir, bei den Demos geht es immer ein bisschen ruppiger zu. Aber sie hat ja auch immer so ein Polizeikordon um sich rum, alles gut. Also eine taffe, unabhängige Streiterin für Israel. Vielleicht, ja. Aber diesen Namen haben wir auch schon mal irgendwo gehört. Das ist doch die, lass mich überlegen, die sich auch auf Corona-Demos hingestellt hat. Und habt ihr das Schild da gesehen? Ich hatte Covid-19 und mach mir Sorgen um euch. Ja, diese Frau hat, wage ich mal zu behaupten, da parteipolitisch eher unbedeutend ein gewisses Aufmerksamkeitsproblem. Sie steht gerne im Mittelpunkt. Sie ist aufmerksamkeitsgeil. Ich verstehe das. Da muss man halt schon mal ein paar Mutproben, sagte man früher dazu, machen. Heute sagt man da eher Challenges, ja, die Melonen-Challenge mit Israel-Spruch auf der Pali-Demo aufkreuzen. Oder einfach mal so ein paar total schräge Sachen sagen, wie das hier. Im Gegenzug ständig aufgefordert, sexuelle Gewalt an sogenannten Palästinenserinnen zu ächten, an Menschen im Gazastreifen zu ächten. Es fällt mir vollkommen leicht. Ich ächte sexuelle Gewalt überall, bei jedem Menschen, Mann, Frau, Kind. Sexuelle Gewalt ist schlecht und es ist falsch. Und ich erwarte von jeder Institution, von jedem Land, von jeder Regierung, dass sie der Sache nachgeht und dass es aufgeklärt wird. Und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, letztens gab es Zeitungsberichte, wonach in einem Militärgefängnis ein Gefangener aus dem Gazastreifen, dem Terrortaten vorgeworfen war, sexuelle Gewalt erlitten hatte. Da ist die israelische Regierung tätig geworden, da ist das Militär hingegangen, es hat also die Beschuldigten rausgenommen, es hat Untersuchungen gegeben. Das erwarte ich. Ich erwarte nicht Fehlerfreiheit von Ländern, Organisationen, Gemeinschaften, Institutionen. Ich erwarte aber, wenn es passiert, sofortige Aufklärung. Und das beschämt mich nochmal, dass in diesem Konflikt trotzdem immer wieder Juden bezichtigt und geschämt werden. Denn selbst in diesem schrecklichen Unrecht der sexuellen Gewalt, die mutmaßlich eben auch palästinensische Akteure erlitten haben, selbst da ist Israel noch der menschlichere Akteur. Weil es ein Rechtsstaat ist. Ja. Weil es aufgeklärt wird. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, palästinensische Gefangene werden da mit dem Besenstiel in den Arsch gebumst. Aber Israel ist auf irgendeine Weise der humanere Akteur, weil sie die Verbrechen aufklären. Das ist wirklich ein Riesentrost für die deflorierten Palis da unten. Ja, und außerdem, das stimmt auch gar nicht. Das weiß doch jeder, die Gräueltaten vom IDF, die werden einfach mal abgestritten bis nach Meppen, bis es nicht mehr geht. Und wenn dann irgendwann es mal zu einem Prozess kommt, dann erhalten die Beschuldigten geringste Strafen, wenn überhaupt, ja. Also bitte erzähl mir nichts von humanem Akteur, das ist Quatsch. Aber deswegen kann man auf keinen Fall durchwinken, dass die Hamas-Truppen auch Messerattentate auf unschuldige Israelis verübt haben. Oder Israelis Attentate auf Palästinenser. Oder Raketen in Wohngebiete schießen. Weil es Selbstverteidigung war. Von der einen wie von der anderen Seite. Wo ist da die Selbstverteidigung?
Ja, das ist das gleiche behinderte Argument, wie es Frau Preisler da dargelegt hat. Es gibt bei Gräueltaten kein weniger human und kein mehr human. Diese Aufrechnung von Gewalt bringt überhaupt nichts. Gräueltaten sind Gräueltaten, egal wer sie verübt. Was allerdings stimmt, ja, wenn wir mal zu der Wurzel des Problems kommen, ist, dass Israel weiterhin Land besetzt hält und Land besetzt halten wird gegen UN-Resolutionen und Leute vertrieben hat. Ja. Und die Israelis sind jetzt halt nun mal da. Und das heißt aber auch, wenn das irgendwann mal gelöst werden soll, dann braucht es eine Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist das einzig Vernünftige. Dann muss Israel Land eben freigeben. Aber dann müssen die Palis auch verstehen, sie werden nicht alles zurückbekommen. Wie gesagt, die Israelis sind nun mal schon mal da. Im Moment sieht das ja eher nach Einstaatenlösung aus, nämlich dass nur Israel übrig bleibt und die Welt schaut zu. Aber nochmal hier zu den Deutschen, es gibt euch trotzdem nicht das Recht, hier rumzustressen. Es kotzt mich an. Leute, lasst das. So, das war jetzt hier mein moralischer Einstieg in diese Sendung. Kommen wir zu erfreulichen, brechenden Neuigkeiten. Liebe Damen und Herren, Omid Nuripur, Ricarda Lang, die beiden Bundesvorschwitzenden der Partei BMI 90, die Blöden, machen den längst überfälligen Abgang. Wir haben in den letzten Tagen im Bundesvorstand gemeinsam und intensiv darüber beraten, welche Veränderungen es braucht und sind zum Ergebnis gekommen, es braucht einen Neustart. Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen und bitten deshalb Bündnis 90 Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen. Wahrlich ein Erdbeben in der Grünen Parteizentrale. Ein bisschen schade ist es noch. Ja, dass die beiden doch eigentlich sehr unterhaltsam waren. Sie werden wir vermissen. Die Aufsteigerin des Jahres. Und Omid, der ja auch ehemals dachte, die Scharia ist doch locker mit deutschem Recht vereinbar. Schade, dass er jetzt gehen muss. Aber der kommt bestimmt wieder. Ne? Und ich will es nicht selber sagen, das überlasse ich den Edeljournalisten vom GZ. Also trotz der großen Niederlage ein Sieg auf der ganzen Linie. Ja. Sieg auf ganzer Linie. Und mit ihnen geht auch noch der ganze Vorstand. Ja, da ist jemandem aber der Arsch auf Grundeis gegangen. Heide Witzka. Die große Frage ist da natürlich, was kommt danach? Also, man kann ja mittlerweile sagen, dass die intellektuellen Fähigkeiten der Politiker mit jeder Generation abnehmen. Und ja, folgerichtig, weil die dann immer eine Doppelspitze brauchen, paritätisch besetzt, könnte man ja die nehmen oder so. Oder wer ist denn da noch bekannt? Ja, die Nücke oder der Ulle oder das Ulle, weiß ich jetzt nicht. Würdige Repräsentanten allemal. Ne? Tessa Ganserer auch nur als Doppelspitze wurde auch schon genannt. Geht ja auch. Ja, woran hat hier gelegen? Ne? Hat man jetzt zu wenig TikTok gemacht? Oder zu wenig Geld für den Klimawandel ausgegeben? Also für den Schutz, ja. Oder hat man die Politik nicht richtig erklärt? Oder hat es an der Migrationspolitik gelegen? Ne? Oder war der Putin schuld? Oder ja, man hat dann alles schon gehört. Letztendlich sagt man ja auch, das sind nur Bauernopfer gewesen. Die wahren Schuldigen sind der Robert und der Annalena. Hören wir mal rein, wie Annalena sich mittlerweile bei der UNO so schlägt. And we won't rest until these children are being back to their families. And yes, the Russian Federation, the ambassador who always leaves after he has spoken here, I've experienced that a couple of times. You can fool yourself. The strongest man of your country can hide behind teenager girls who he kidnapped. But you cannot fool the world. Oh, weia. Also die Delegierten haben ja schon viel erlebt, das glaube ich. Aber dass die deutsche Außenministerin da den kecken Charme von Frauentausch und anderen Reality-Formaten in den Sicherheitsrat einbringt, das ist auch für sie neu gewesen. Junge. Und dann noch diese Szene mit dem russischen Journalisten. Do we need a direct negotiation with Russia? There's a press conference over there. Okay. No, you can do not touch me. Do not touch me. I'm UN correspondent. Do not touch me, sir. I'm not touching you. I'm going to call Malou. Yeah, call Malou.
Wer kennt's nicht? Erst sagen, zur PK geht's da lang und dann die Lakaien mit dem Regenbogenbändchen zum Blockieren vorschicken. Ist genial und souverän zugleich. Und bei Habeck? Der Hintergrund ist für die Wahlergebnisse, das wäre albern, das wegzureden. Und der Bundestrend wird gemacht von den Bundespolitikern, also auch eine große Verantwortung bei mir, ganz genau, eine große Verantwortung bei mir, der ich mich auch vollumfänglich stellen will, weil man aber aus einem Regierungsamt nicht so einfach rausgeht wegen schlechten Wahlergebnissen, hat die Partei gezeigt, die Parteiführung, der Bundesvorstand heute gezeigt, dass die Grünen immer noch eine ungewöhnliche Partei sind. Eine ungewöhnliche Partei, weil nämlich nicht die Verantwortlichen für den Sturz den Hut nehmen, sondern ja andere. Und weil Robert ja nicht einfach aus dem Wirtschaftsministerium rausfliegen möchte, ist verständlich. Der hat ja noch seine Politik gar nicht zu Ende erklärt. Das verstehen die Leute dann erst in 20, 30 Jahren. Und der nächste Paukenschlag? Die grüne Jugend macht einen Schuh. Der Vorstand tritt komplett zurück und will jetzt quasi eine eigene Terrororganisation gründen. Wir sind nicht länger bereit, unseren Kopf für eine Politik hinzuhalten, die wir falsch finden. Wir halten es nicht länger aus, dass immer mehr Menschen so frustriert sind, dass sie sich den Rechten zuwenden. Wir können nicht länger hinnehmen, dass es gerade keine relevante linke Partei in Deutschland gibt, die den Menschen wieder Hoffnung macht. Deshalb haben wir uns als Bundesvorstand der Grünen Jugend entschieden, nicht erneut zu kandidieren, um bei den Grünen auszutreten. Wir beginnen etwas Neues. Wir werden jetzt das tun, was notwendig ist. Wir machen uns auf, weil wir mutige Politik machen wollen, die immer auf der Seite der Menschen steht. Eine starke, linke Kraft, die Armut und Ausgrenzung ernst nimmt und sich dagegen organisiert. Die wollen wir aufbauen. Wir hören nicht auf, Politik zu machen. Wir fangen jetzt erst richtig an. Bist du dabei? Ha, kommt da die fette Armee-Fraktion? Das würde mich ja jetzt wirklich interessieren. Mit MacBook, Smartphone und Hafermilch gegen den überbordenden Kapitalismus in den Semesterferien wird natürlich trotzdem schön nach Bali geflogen, denn man hat ja das ganze Jahr schön CO2-neutral gelebt. Ja, ich freue mich, aber zum Abschluss trotzdem die Frage, warum sind die fast alle so dick? Bewegt euch doch mal ein bisschen. Ja. Wir sind also sowas von gespannt auf den nächsten Parteitag, das könnt ihr gar nicht glauben. Was ist jetzt eigentlich mit den Wahlergebnissen der FDP in den Ostländern? Die anderen Parteien kommen auf 4,3%, darunter die FDP mit weniger als einem Prozentpunkt. Im Landtag in Ja, oh, das tut weh. Oh, my dog got stung by a bee. Ah, und der Lindner so? Und was sagt der Lindner so? Respekt an Ricarda und Omid Nuripur. Wir müssen zur Sacharbeit zurückkommen. Das Land hat keine Zeit zu verlieren. Ja, Respekt war aber auch überfällig bei den miesen Ergebnissen. Aber ich denke ja nicht dran. So muss das. Gut. Die FDP-Wähler der letzten Bundestagswahl haben sich das ja auch ein bisschen anders vorgestellt mit den liberalen Inhalten, als sie Porsche Chrissy gewählt haben und der dann mit den Sozen und Grünen gemeinsame Sache gemacht hat. Ja, aber so ist das eben mit der Macht. Lieber 4 Jahre Minister und die Partei in Arsch machen als ewig nur Opposition. Ist halt auch Kacke, hat schon Müntefering gesagt. Opposition ist Mist. Ich kann ihn einfach sehr gut verstehen. In diesem Sinne, liebe FDP, es war auch nicht schön, aber toll, dass du jetzt endlich weg bist. Jut. Meine lieben Nazis und Champagner-Kommunisten, es wird Zeit für den Abschied. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefreut, diese Sendung hier zu begleiten. Macht es gut, macht es besser. Wir sehen uns nächste Woche im brennenden Irrenhaus Deutschland wieder, wenn es dann noch steht. Und ich werde auf jeden Fall bis zum Schluss da sein. Was soll schon großartig schlimmer werden? Ja. Also bis dann.